Herzlich willkommen zum Nachbericht des Spiels des Karlsruher SC beim 1. FC Saarbrücken. Endstand 2:1 für Saarbrücken. Und somit schied der Karlsruher SC nicht unverdient in der ersten Runde des DFB-Pokals aus, verpasste sich damit wichtige Einnahmen zu sichern. Saarbrücken verdiente sich den Sieg durch eine kämpferisch starke Leistung. Der Karlsruher SC enttäuschte und knüpfte nicht an die guten Leistungen von zuletzt an. In der ersten Halbzeit tat sich der Karlsruher SC schwer, gegen einen gut kämpfenden Drittligisten, der letzte Saison nur ganz knapp den Aufstieg in die zweite Bundesliga verpasst hat. Es gab nur eine gute Chance für den Karlsruher SC durch Fabian Schleusener, der aber am Saarbrücker Torwart scheiterte. Saarbrücken suchte seinen Weg nach vorne. Zur Pause stand es noch 0:0. In der 57. Minute ging Saarbrücken durch Chivilla mit 1:0 in Führung. Hätte sogar kurz danach auf 2:0 stellen können. In der 65. Spielminute war es Lars Stindl, der den überraschenden Ausgleich für den KSC erzielte. Trotz des Ausgleichs tat sich der KSC weiterhin schwer, Chancen zu kreieren. Brünker erzielte dann in der 90. Minute das insgesamt nicht unverdiente 2:1 für Saarbrücken. Letztendlich gesehen war das auch der Endstand und Saarbrücken gewann letztendlich gesehen nicht unverdient. Der Karlsruher SC schied nach einer enttäuschenden Leistung verdient aus und kann sich nun voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.